Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind hier auf der nordfriesischen Marsch, vierfach Map ohne Gräben. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area und heute legen wir los. Wir haben noch Mischfutter zu verkaufen, über 400.000 Liter. Und dafür möchte ich jetzt natürlich den LKW einspannen. So, das kann nur das hier sein, bei Reifeisen. Also gut. Hof, Mischfutterproduktion, Abholung. Anlieferung bei Reifeisen. Also der wird ein paar Runden drehen müssen bei so viel Mischfutter, das wir produziert haben. Aber ich denke mal, finanziell wird sich das lohnen. So, Saatgutproduktion, da kommt noch mehr rein nachher. Die Ernte läuft ja noch. Hier die Düngerproduktion läuft. Da ist der Plan so einigermaßen zumindest aufgegangen. Wir werden sehen, wie ergiebig das Ganze ist. Die Produktion von Mischfutter oder auch Mischration, ne, die läuft immer noch. Wir sind da nicht auf 500.000 Liter gekommen, aber na nun, das macht ja nichts. Silage hatten wir voll gemacht. Heu haben wir so viel gegeben, wie ging. Wir werden dann bei der Ernte passend auch noch Stroh nachfüllen. Und so bleibt die Produktion am Laufen. Ich verspreche mir, dass wir da eine Menge Geld kriegen werden durch den Verkauf der Mischration. Ich werde das so ein bisschen im Auge behalten. Und dann schauen wir mal, was wir alles anstellen werden mit dem ganzen Geld. Ich habe mir da noch keinen großen Kopf gemacht. Also, wir haben zwar schon überlegt und geplant, aber so gefühlt bin ich mir da noch nicht schlüssig. So, hier werden noch die letzten Ballen gepresst. Das wird noch einen Moment dauern. Hier läuft noch der Rest der Ernte vom Vermehrungsgras. Feld 21, das ist das Gras für den Fermenter. Abfahrer steht bereit. So, was war mit dem? Diesel. Okay. Den hatte ich unterbrochen. Der soll mal jetzt ruhig weiterfahren. Der wird uns den Diesel verkaufen, der übrig ist. Dich brauche ich gleich erst. Also werde ich jetzt erstmal loslegen. Ich wollte mit dem Glas hier schon mal den Ballenladewagen mir vornehmen, Ballen einsammeln und die auf den Trigger stellen. Ich muss da diesmal ein bisschen ordentlicher arbeiten, weil auf den Trigger mehr Ballen drauf passen müssen als beim letzten Mal, weil wir ja die BGA schon schön befüllt haben mit unserer Silage aus dem Fermenter. So, dann fange ich jetzt mal an. So. Und ja, sobald es wieder spannend wird, schauen wir wieder rein. Hier wird gerade Silage verkauft. Habe ich rechtzeitig gemerkt. So, das sind einmal 33.887. Nein, es ist keine Silage. Hier wird gerade Mischration verkauft. Ah, ich war gerade am Silageballen sammeln, ne? Deshalb. So, oben läuft das Geld weiter. Da wird auch gerade parallel 32.000 Liter Diesel verkauft. So. Nächste Ladung Mischration. Es ist so, wie ich halt anfangs gesagt habe, ne? Es schleppt immer so ein bisschen am Anfang. Aber wenn ein System erstmal steht, ein gewisses Grundgerüst hier, nochmal 52.284 Euro. Wenn ein gewisses System und Grundgerüst steht, kommt nicht permanent, aber doch regelmäßig Geld rein. Und das nicht zu knapp. Also, da wird immer noch weiter Diesel verkauft. Hier. Die letzten Liter. Also es wird, ne? Es wird. So, den Tankzug brauche ich vorerst nicht mehr.
Ich schicke den mal ganz normal zum Hof. Das sind nochmal 43.000 Liter aus Diesel gewesen. Na, jetzt kommt das Geld, ne? Jetzt kommt das Geld. So, Hof. Der muss noch, also dem muss noch ein Parkplatz zugewiesen werden auch. Und dann das Übliche, ja, sauber machen. Und das muss ich gleich wegbringen. Hier, der ist fertig. Der muss jetzt als erstes in die Werkstatt, damit wir die Ballenpresse repariert bekommen. Und dann machen wir die sauber und dann bringen wir die weg. Und das läuft hier. Den können wir kurz verfolgen. Der ist wieder voll gewesen. Der sollte jetzt die Ernte vom Vermehrungsgras also in die Saatgutproduktion kippen. Die Saatgutproduktion läuft jetzt noch nicht, weil uns noch der Mineraldünger fehlt, aber der Mineraldünger wird gerade produziert. Und nein, ich möchte jetzt nicht Mineraldünger kaufen, um die Produktion schon mal anzuwerfen. Wir werden später unseren eigenen, selbst produzierten Mineraldünger dafür benutzen. So, schauen wir mal. Da müsste noch genug Platz sein, denke ich. Na komm. Ah, da ist der LKW, der holt die nächste Ladung. Mischfutter zum Verkauf. Ich krieg ja auch keine Anzeige gerade, ne? Wahrscheinlich am Rand, oder? Nee, auch nicht. Will sie nicht. 97.367 Liter. Nee, ich kriege hier einfach keine Anzeige. Das ist, ja. Dann machen wir es anders. So, Düngerherstellung, Saatgutherstellung. So. Wir haben, guck mal, 250.000 Liter passen da rein. Ja, ich glaube, wir werden diesmal kein Vermehrungsgras verkaufen können. Das wird alles in die Saatgutproduktion einfließen. Und dann fehlt nur noch der Dünger. 250.000 Liter? Nee. Nee. So, lasst uns kurz gucken. Den müssen wir uns gleich drum kümmern. Hier läuft jetzt die Ernte. Der fährt zurück, der macht seine Rotationen. Ja. Ich werde den jetzt mal hier am Rand stehen lassen. Da kümmere ich mich später drum. So. Und die Ernte läuft noch. Ich werde jetzt erstmal hier ein paar Ballen versuchen, ordentlich auf dem Trigger zu stapeln, damit das hier auch weitergeht, nicht? Auf dem Feld mit Vermehrungsgras ist jetzt hier erstmal Ende. Und ja, wie mache ich es am schlauesten? Ich glaube, ich fahre einfach hier lang. Wir müssen jetzt rüber auf das Feld 27. Ich fahre den jetzt von Hand die paar Meter in der Hoffnung, dass ich mit dem montierten Schneidwerk. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Sehr schön. Ich muss hier jetzt natürlich umstellen auf Feld 27 für den Abfahrer. Und dann kommt jetzt gleich der neue Kurs. Den haben wir neu berechnet. Aber ich glaube, den mussten wir nochmal machen, weil der da hinten an den Bäumen hängen geblieben ist. Und meiner Meinung nach hatte ich dann da eingegriffen. Wegen den scharfen Ecken und Kanten, die ich ja hier wegen der Ordnung halber versprochen habe, zu verwenden. 27. Dreschen mit 13,5 Meter.
Hat das hier schon gepasst? Ich muss da mal gucken gehen jetzt. Ich meine, da gab es Schwierigkeiten bei den Bäumen, oder? Das Gras ist hier mannshoch, kann man sagen. Mannshoch. Wupp, weg ist er. So. Nee, hier schien das dann irgendwie doch gepasst zu haben, ne? Oder habe ich nur vergessen, hier einzugreifen? Ich weiß das gar nicht. Ich werde das jetzt einfach mal machen. Wir haben den Kurs schon. Ich werde den Kurs jetzt laden und benutzen. Und dann werden wir sehen, ob das so klappt, wie das soll. Oder ob ich da echt was vergessen habe. Das kann ja sein. Ich bin ja manchmal richtig durcheinander. Wie ihr das also kennt, ne? Ah, da war doch wieder. Erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Okay, die erste Ecke ist klar. Da ist ja genug Platz, ne? Aber bei der zweiten. Wir sind beim Verschleiß hier. 21% Schneidwerk. 15% der Drescher. Das heißt, bevor wir loslegen mit Weizen und Raps, müssen wir natürlich auch erstmal wieder Reparatur- und Wartungsarbeiten durchführen. Ja, das wird einen Moment dauern. Schauen wir mal. Wir kommen hier auf die Ecke zu. Ich glaube, es ist die falsche Ecke, ne? Es war die Ecke dahinter dem Häuschen, wo wir eingegriffen haben, wo er an seine Grenzen gekommen ist. Und ich hatte vergessen, den Drescherkurs zu löschen, um einen neuen zu berechnen. Ich glaube, so war das. Ich gehe mal eben gucken. Hier war ja gut, ne? Hier ist er hängen geblieben, glaube ich. Ja, hier habe ich genau. Ja, Dieter, da muss ich den Drescherkurs neu machen. Deshalb war es das. Ich wusste es doch. Wenn man nicht alles sofort macht. So, Drescherkurs löschen. Jetzt muss ich auf die Position fahren. Das Feld wurde ja neu berechnet. Da muss ich den Kurs halt neu berechnen lassen. Ist ja nicht weiter wild. Und diesmal sollte das ohne Probleme dann funktionieren. Jetzt, ne? Ja. So war das. So war das. Ich hatte damals, also letztens, den Kurs nicht gelöscht. Das ist ja schon für mich wieder ein paar Tage her. Weil der Drescher noch am Arbeiten war. Rein überspringen brauchen wir nicht. Vorgewende möchte ich gerne zwei haben. Ja, zwei sind in Ordnung. Scharfe Ecken und Kanten generieren. Jetzt müsste er, also optisch gesehen, ne, sehen wir hier, ist so eine kleine Welle drin. Das heißt, er müsste hier das Gras, was ich hingemacht habe, jetzt also erkennen und dann dürfte es an der Stelle keine Probleme geben. Feld 27. Drescher oder Dreschen macht ja keinen Unterschied. Nicht 23 Meter. Hallo. Wir sind hier nicht auf der Kernstadt. 13,5 Meter. Speichern. So, und das ist jetzt richtig. Schnell einsortieren. Damit wir das nicht wieder vergessen. Oder okay. Damit ich das nicht wieder vergesse. Ihr vergesst das ja nicht, ne? Obwohl, jetzt kann ich ja hier abkürzen. Man muss ja nicht nochmal die ganze Strecke fahren, ne? Sag mal so bis hier. So. Und wenn er dann da rum ist, müssen wir am Häuschen gucken, ob das klappt. Hier war das Problem an der Stelle. Da habe ich das Gras eingefügt. Ich denke mal, das sollte jetzt behoben sein. Ja, jetzt klappt's, ne? Liebe Jessie, scharfe Ecken und Kanten sauber abgeerntet. Ich denke, jetzt wirst du zufrieden sein. Jetzt läuft das auch hier auf diesem Feld.
So. Du musst bitte zu Feld 27. Du kannst das gleich mitnehmen, was du da drin hast. Du willst nicht. Okay. Also es lohnt jetzt nicht, das Vermehrungsgras, was jetzt im Anhänger drin ist, nochmal separat wegzubringen. Wir stellen den jetzt einfach hier hin. Und dann kann der hier gleich weitermachen. Zwischendurch kommt immer wieder Geld rein. Verkauf Mischration, Mischfutter, Totalmischration, Kuhfutter, wie auch immer. Mischfutter halt. So. Jetzt kann er da stehen bleiben. Der fährt seine Runden, der wartet schön. Der ist jetzt hier, genau, wir machen jetzt. Den können wir jetzt auch schon losschicken. Ah, ich habe immer noch zu tun. Der kann Feld 21 schwaden. Erster Wegpunkt. Aktivieren bei Ankunft. Geh du mal zu Feld 21, so. Und dann läuft das auch schon. Ich muss nur mal eben hier den. Hier muss ich auch weiterkommen. Ja. So, reparieren. Reparieren. Na, kann man noch nicht. Und dann schicken wir den von der Werkstatt zum Waschplatz. So, jetzt werden die Arbeiten alle gemacht. Jawohl. Und dann kann ich jetzt noch ein bisschen Ballen sammeln. Ich habe schon hier vorsichtig gearbeitet und Ballen gestapelt, aber sie sind gleich umgekippt, weil die unteren sind halt weggenommen worden von der BGA. Naja, ich werde weiter versuchen, vorsichtig hier zu stapeln. Und wenn es dann so sein sollte, dass die Ballen nicht restlos weggearbeitet werden können, weil die jetzt vom Trigger runtergekippt sind oder so, ja, da muss ich sie ja von Hand nochmal draufschmeißen. Das ist ja nicht das Ding. Das ist sehr unsauber, Shorty. Das ist sehr unsauber angefahren. Nochmal. Wir wollen Platz sparen. Hier möglichst auf dem Trigger stapeln, damit auch möglichst viele Ballen hier aufgestapelt werden können. So. So. Jetzt müsste das klappen. Mal gucken. Ah, ah, sie stehen. Sie stehen. Bleibt stehen. Das ist eine sehr wackelige Angelegenheit, ne? Naja, gut. Aber jetzt stehen sie erstmal. Ach Gott, ey. Ja, aber das ist die beste Methode, ne? So kriegen wir am meisten Rundballen da drauf. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt. Ich sammle mal noch ein bisschen weiter hier. So. Nächste Ladung. Ich stelle die jetzt bewusst daneben. Würde ich die jetzt davor stellen, laufe ich wahrscheinlich Gefahr, dass sie die anderen umkippen. Und das habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich werde, wenn ich Pech habe, früher oder später eh die davor aufreihen müssen. So. Z. Warten, bis sie aufhören zu wackeln. Ganz langsam drunter wegziehen. Ha. Und trotzdem fallen sie um. Mann, 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 Mann. Da habe ich mir so eine Mühe gegeben, ne? Letztes Mal, also wo wir das erste Mal gemacht haben, da sind die stehen geblieben. Okay, ein paar sind noch. Die letzten Ballen hat ja doch wieder ganz gut geklappt eigentlich, ne? Gut, es waren jetzt ein paar Ballen weniger, weil nach dem Ansehen vom Vermehrungsgras war gedüngt. Deshalb war der Ertrag diesmal nicht ganz so hoch. Aber das ist ja nicht schlimm. Den Ausgleich haben wir dadurch geschaffen, dass wir die Silage aus dem Fermenter schon eingefüllt haben hier in die BGA. Und das nicht wenig.
Also, das wird schon. So, jetzt werde ich die restlichen Ballen hier auch noch aufreihen. Und ja, die umgekippt sind, ne? Ah, das ist ein Ärgernis. Bin gespannt, was davon übrig bleibt. Ja, aber dann müssen wir das halt von Hand machen. Dann werden die halt von Hand noch mal auf den Trigger gerollt. Das ist ja nicht das Problem. So, die stehen. Sehr gut. Ja, auch der Ballenwagen unterliegt dem Gesetz des Verschleißes. Den werde ich jetzt auch zur Werkstatt bringen. Ballen sind alle runtergeräumt und lagern jetzt hier auf dem Trigger. Kann sich die BGA jetzt Stück für Stück wegholen. Ich werde den jetzt auch noch mal zur Werkstatt bringen. Für die Wartungsarbeiten halten, nicht? Oh nein, oh nein, 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 nein. Nein, 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 du fährst nicht über den Trigger. Du fährst nicht die Ballen über den Haufen. Nee, nee. So kannst du tun, ja. Okay, was haben wir denn hier? Nicht einsteigen. Wir wollten hier. Ich muss mal meine Laufgeschwindigkeit wieder anpassen. Wir wollten die Ballenpresse, die ist repariert, eben sauber spritzen und dann können wir die auch wieder wegbringen. Das scheint mir recht schnell zu gehen mit dem Säubern. In der Tat. In der Tat. So, die kann dann, die hat ja einen zugewiesenen Parkplatz, weg. Hier läuft noch die Ernte. Ja, mit den Ballen haben wir es wieder hinter uns. Hier wird noch weiter verkauft. 33.000. Der Kontostand wächst. Ja, hier wird noch geschwadet. Wunderbar. Also nimmt alles noch irgendwie seinen Gang. Kann man nicht schmeckern. Jetzt sind auch die beiden Traktoren gleich wieder frei. Der Klaas und der kleine Fendt von der Ballenpresse und vom Ballenladewagen. Und dann können die hier mit dem normalen Ladewagen gleich das Gras einsammeln für den Fermenter. Aber nicht mehr heute. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, wieder fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Passt auf euch auf in diesen schlimmen Zeiten. Bleibt vor allem gesund und bleibt mir gewogen. Nächstes Mal geht es hier weiter. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.